Ich bin hier in Wolframs-Eschenbach in Franken in Bayern. Das ist der Ort, an dem damals der Räuber-Hotzenplotz gedreht wurde. Ihr kennt die Drehorte ja mittlerweile aus dem Video oder vielleicht auch aus dem Film selber. Und einmal im Jahr, das ist im August, findet hier das der Räuber-Hotzenplotz-Fest statt. Eine ganz lustige Geschichte für Familien und Kinder. Der Räuber-Hotzenplotz wird gefangen, ins Elektrohäuschen eingesperrt und eine Menge Spaß. Wir kommen dann mit tollen Preisen, gibt es hier tolles Essen, Kuchen, Fleisch, Würste, Bier, alles, was das Herz begehrt. Ich kann nur empfehlen, hier hinzukommen. Es ist ein wunderschöner Ort mit viel Spiel und Spaß, auch für die Kinder ein toller Spielplatz. Das Fest ist super und ihr unterstützt den Minnesängerverein von Wolframs-Eschenbach, den KG Minnesänger e.V. Also, wenn ihr noch was für eure Familie sucht, einmal im Sommer ein tolles Fest zu erleben mit Hotzenplotz, Nostalgie und allem drum und dran, dann kommt zum Räuber-Hotzenplotz-Fest in Wolframs-Eschenbach. Und jetzt viel Spaß beim Video. Diese dämliche Amaryllis! Na warte, dir werde ich's zeigen! Ein Zwackelmann ins Feuer schubsen, ein Unfall. Ich werde mich rächen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Hotzenplotz. Doch du Nerd! Wie konnte das denn passieren? Petrosilius, alter Freund! Was geht's dir? Gut, gut! Aber was machst du hier? Ja, ich war unten in deinem Garten und hab mir das Schloss angeguckt. Und ich muss sagen, es sieht noch genauso aus wie früher. Ich hab jetzt unten in Eschenbach eine Gaststätte. Das klingt ja gut. Zur Räuberhöhle heißt es dort. Komm doch mal vorbei. Bei mir gibt's leckere Pizzen und Klöße. Darauf komme ich zurück. Und was genau machst du jetzt hier? Ich bin mit den Leuten einfach gekommen, um mir die Gegend ein bisschen anzugucken. Es hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Ich wollte denen einfach nur mal zeigen, wie es mittlerweile hier aussieht. Warte mal, ich muss mal für kleine Räuber. Beziehungsweise für große. Bitte entschuldige mich. Okay. So, dann sind wir jetzt wohl alleine. Ich glaube, das da dauert ein bisschen länger, so wie ich den alten Halunken kenne, sitzt er 2 Stunden auf dem Lokus. Ich denke, er wollte euch das Schloss mal gerne zeigen, weil von außen, das reicht nicht. Deswegen gehen wir jetzt miteinander mal zusammen durch das Schloss und ich zeige dir, wie ich wohne. Hokus, so sei es. Pokus! Was der alte Hunger leider nämlich nicht weiß. Bevor ich in den Unkenpfuhl fallen sollte, habe ich mich an einem Vorsprung festgehalten und gerettet. Und das Schloss habe ich mir vor ein paar Tagen wieder aufrecht gezaubert. Und jetzt führe ich euch rum und zeige euch mein Heim. Das dauert mir dann doch zu lange. Und hier habe ich die Nils. Beziehungsweise auch nicht, denn hier saß ich und hab auf mein Essen gewartet. Denn dieser Kasperl, der hat es mir nicht geholt, selbst dafür war er zu blöd. Oder war es der Seppel? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Wie dem auch sei, kommt mit, wir gehen weiter. Hockt der Zwackelmann krumm wie ein Stoffel und schält statt zu zaubern eine dicke Kartoffel. Das Problem habe ich immer noch. Ich brauche immer noch einen Dienstboten, der mir meine Klöße macht, meine Kartoffeln schält. 30 Jahre, 50 Jahre, ich werde 100 Jahre brauchen, werde ich dieses Problem niemals lösen. Deshalb brauche ich weiterhin einen Dienstboten. Der Seppel, der war schon gar nicht schlecht. Aber er ist aus dem Bannkreis entkommen. Und das ganze Theater, was ich dann hatte, das kennt ihr ja. Naja, meine alte Küche, die steht immer noch. Und hier riecht es so gut. Ich
freue mich schon auf heute Abend, auf mein lecker Essen. Wobei, selber schälen muss ich ja gar nicht mehr. Hotzenplotz hat doch jetzt seine Gaststätte aufgemacht. Die werde ich ausprobieren. Das war's auch schon mit meiner kleinen Roomtour. Schloss Zwackelmann Crib. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen nach draußen in den Garten. Denn da scheint die Sonne. Und nachher gehe ich lecker was spachteln beim Hotzenplotz. Wiedersehen. So, jetzt hat euch Petrosilius das Schloss ja gezeigt. Dann muss ich das nicht mehr machen. Ich habe meine Zeit halt ein bisschen woanders verbracht. Dann kann ich ja jetzt in Ruhe gehen, mich hinlegen, was essen und schlafen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Hotzenplotz.